Hallo und herzlich willkommen zum Videowetter auf YouTube, auf Facebook und auf Twitter sozusagen und auf WordPress. Dort heißt es wetterkachelmann.wordpress.com. Nach den vielen grauen Tagen ist es im Laufe des Donnerstags erwartungsgemäß aufgegangen. Norden und Mitte und der Süden kommt auch noch dran. Und das ist die Aton Solar Sonnenschein-Vorhersage für den Freitag. Und ist schon zu sehen, ja, wird ganz okay. Und auch der Süden, da hängt es noch ein bisschen. Im südöstlichen Sachsen hängt es auch noch ein bisschen. Aber sonst viel Sonnenschein am Freitag. Und entsprechend auch die Vorhersage, also das anfängliche Hängen im Süden und noch ein bisschen Gewölk und nicht ganz ausgeschlossen, das letzte schüchterne Tröpfchen irgendwo im Dunstkreis des Zittauer Gebirges und des Oberlausitzer Berglandes runterkommen, aber sonst wirklich der große Rest ist einfach ganz sicher trocken und auch mit viel Sonnenschein dabei, örtlich ein paar Nebel- und Hochnebelfelder zum Anfang. Und diese Nebel- und Hochnebelfelder verschwinden im Laufe des Vormittags. Was noch bleibt, ist noch ein bisschen Gewölk im südöstlichen Brandenburg und östlichen Sachsen. Sonst viel Sonnenschein und daran ändert sich eigentlich im Laufe des Tages Herrschaft nicht viel. Das ist die Situation dann am Abend und auch hier keine besonderen Vorkommnisse. Es wird gesamthaft dann immer mehr ein sonniger Tag in Deutschland. Die Temperaturen auch ganz anständig, lässt sich aushalten. Nicht die große Hitze, aber wie gesagt, die Sonne reißt raus. Wind weht dazu aus nordöstlichen Richtungen. Und die weiteren Aussichten sehen ebenfalls ziemlich bombastisch aus. Ein paar Nebel- und Hochnebelfelder im Süden, auch zum Teil ein bisschen zäher aus der Hochnebelabteilung, sonst Nebelfelder, die sich meistens im Laufe des Tages auflösen. Dadurch kommen diese Sonnenstunden zustande und auch der Sonntag ein relativ, ein relativ guter Tag. Der Montag, wie gesagt, hält wahrscheinlich auch noch. Am Dienstag allerdings kommen dann ein paar dickere Wolken und wahrscheinlich auch die ersten Regentropfen. Neues Video dann im Laufe des Freitags mit noch mehr Informationen zum Wochenende. Und tschüss.